Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mindtest. Wir spielen weiter. Einmal reicht vollkommen aus. Eigentlich, ob so. Bald wird schon wieder Nacht. So. Tür zu. Okay. Was wir machen wollten, ist unser Inventar aufräumen. Ich finde das hier mit den Fenstern halt super komisch. Ich mache das mal mit diesen Mesh-Dinger wieder aus. Ganz ehrlich. Zumindest mal testweise, um zu gucken, ob es dann wieder mit den Fenstern ordentlich aussieht. Oder kann ich es auch zurücksetzen? Geht auch. Ja, jetzt sehen die Fenster wieder in Ordnung aus. Das ist ja interessant. Gut, dann muss es mit den Chunks leider doch deaktiviert bleiben. Dann gibt es da wohl doch noch ein paar Textur, also paar Grafikfehler. Das ist ja natürlich schon. So ist es auf jeden Fall besser, aber mit diesen ganzen Flackern war nämlich schon echt hässlich. Ja, okay, also hier gibt es doch noch ein paar Bugs. Naja, was soll's. So, auf jeden Fall, wir. Bitte aufräumen. Das alles kann. Warum haben wir eine Schleifmaschine? Haben wir zwei gebaut? Ah ne, wir haben nur nicht reingepackt. Die brauchen wir ja auch. Ha. So. Okidoki. Ja, die haben jetzt hier so einen komischen Partikel, wenn man läuft. Ist natürlich nur komisch, wenn sich hier bei dem Boden irgendwelche Steine lösen. Sieht schon ein bisschen sehr komisch aus. Ich meine, Partikel ja, aber da hätte man vielleicht das blockweise machen müssen. Dass man sagt, dass pro Block, der registriert wird, der Block registrieren kann, ob er Partikel wirft oder nicht. So was zum Beispiel bei Sand oder Geröll als solche Partikel generiert werden, aber bei Hartmaterialien wie Stein, Stahl, Keramik und sowas halt nicht. So, wir haben. Ich mache mal hier einfach mal die Reihe durch. So, schon ist ein bisschen leerer aus. Wir haben Silbersand, wo haben wir den denn her? So, dann haben wir bloß noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Holz. Wir brauchen noch ganz viele LV-Kabels auf jeden Fall. Da werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr vorbei. Eigentlich, nee, eigentlich müsste 21 müsste eigentlich reichen. So. Okay, das heißt, wir haben das und wir haben das. Damit haben wir hier erstmal alles. Soweit ich weiß. Dann kann da zurück. Wo haben wir unser Geld hingepackt? Hat man nicht irgendwo so ein Fach für. Ach, hier. Ey, wir sind voll reich. So, das kann auch da rein. Du kannst nach da oben. Du nach da. Achso. Schmiedeeisen haben wir auch noch dabei. Halt. So. So, müssen wir nur noch eine Falle, also etwas bauen, wo wir aus dem ganzen Zeug wieso Stream? Ich nehme doch nur auf. Hallo auf YouTube. Ach so. Lol. Das heißt, Jörg macht einen Livestream, während ich gerade aufnehme. Ha!
That's not. Genau, wir brauchen irgendwas, womit wir jetzt aus dem Lava und dem Wasser, also eine Art Wanne oder sowas, wo wir Gestein generieren können. Die Frage ist, machen wir es einfach aus Cobblestone oder sowas in der Art? Andererseits, wir haben so viel Glas, wir können es auch aus Glas machen. Da kann man schon sehen, was da passiert. So. Gut, dann gucken wir mal, ob wir die Anlage gebaut bekommen. Achso, halt. Wenn wir einen Ofen haben, um Strom zu generieren, dann brauchen wir ja auch Kohle. Ja, sollte reichen. Können wir gleich ein Kohleblöcke bauen? Macht das Sinn? Oh, hier ist immer noch ein bisschen Glut drin. Da auch. Lol. Warte mal kurz. Achso, genau. Die Dinger können zwar Batterien benutzen, aber das ist nur optional, damit die mehr speichern können. Gut, nehmen wir mal ein bisschen Glas mit. Ein bisschen Kohle haben wir auch mitgenommen. Passt also alles. Dann würde ich mal sagen, let's go. Let's fucking go. Ich bin schon wieder runtergefallen. Muss man wieder mehr Mind-Test spielen. Ich bin komplett off. So, dann machen wir als allererstes mal hier ein bisschen Licht hin. An strategischen Punkten. So. So sieht man auch schon gleich viel mehr. Mache ich hier noch was hin. So. Licht kann nicht schaden. Naja, vielleicht doch. Sir hat das Spiel verlassen. Das war mal aber kurzer Livestream. Lol. So. Wir brauchen als allererstes. Oh, das wird gefährlich. Da freue ich mich jetzt schon. Also, wir haben. Oh, ich habe keine Ahnung. Machen wir das Ding groß. Also, ich würde hier unten jetzt Wasser hinmachen. Dann müsste da drüber. Müsste dann leer sein. Schon wieder ein Geldschein hier, Alter. Du kommst mal kurz weg. Ich brauche keine Sau, du kommst auch weg. Ich brauche auch keine Sau. Wobei, wir können mal kurz ein paar essen und dann. So, jetzt kommst du weg. Braucht dich auch keiner. So, und das Ding brauchen wir. Ach ja, ach stimmt, wir haben ja gleich zwei davon. Öl brauchen wir auch zweimal Lava. Wir brauchen noch mehr Lava. Gut, das heißt, das Ding muss wieder weg. Wir müssen das Ding also um eins verbreitern. So ungefähr. Jetzt kommt hier unten kommt Wasser hin. Achso, halt mal hier. Bop, bop. Ne? So. Linksklick war's. Braucht es überhaupt so breit? Nee, ne? Eigentlich reicht es ja so komplett aus. So, da kommen nämlich jetzt hier die beiden Dinger drauf. Und vor denen kommt nämlich das Cobblestone. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, dieses Mesekon, muss das von hinten sein oder muss das von oben sein? Okay, es geht doch von hinten. Sieht man nicht immer daran, dass es sich automatisch verbindet. Daran sieht man, dass das funktioniert. So, wenn ich jetzt hier unten einen hinbaue, genau, dann wird das auch automatisch verbunden, auch das passt also. Sehr geil, okay. Das heißt, wir können hier hinten also schon mal unseren Taktgenerator bauen. Machen die mal weg, sieht es besser aus. Ey. Ja, komm. So, das heißt, unseren Taktgenerator bauen wir wie folgt. Wir haben ein Endgatter. Das Endgatter geht zu dem Ding hin. Und das Endgatter wird gespeist durch eine Blume. Warum haben wir zwei Blumen dabei? Ich habe keine Ahnung. So. Oh, die ist aber langsam.
Ich dachte, die arbeiten im Sekundentakt. Das ist ja schon, das ist aber schon hart langsam. Wie heißt die Dinger? Achso, Blicky Plant. Powerplant, Blinky, was ist das hier alles? Was ein Powerplant? Natürlich habe ich jetzt kein Mese dabei. Egal, zum Testen müsste es erstmal reichen. Zum Testen reicht es erstmal, dann müssen wir nachher dann daraus da, dein Blau, die Lila dahin machen. So, und jetzt kommt nämlich Dicke. Einfach mal die Schnauze halten hier. So, und zwar. Du kannst weg. Und wir brauchen einen Schalter. Und diesen Schalter, den müssen wir jetzt hier hinpacken. Ne? Dann hier hin. Okay, wir müssen einmal Mesel packen. Oder? Jetzt macht die Blume gar nichts mehr. Man kann die mit Rechtsklick ausschalten. Also nicht ausschalten, also die ist ja an, aber dass sie wechselt. Also, man kann diesen Wechsel unterbrechen. Ich habe mich jetzt gerade mit Rechtsklick draufgeklickt und jetzt bleibt sie dauerhaft an. Wenn ich jetzt wieder mit Rechtsklick draufklicke. Genau, jetzt fängt sie wieder an zu blinken. So, jetzt Rechtsklick. Genau, jetzt bleibt sie aus. Rechtsklick. Geht sie an, Rechtsklick. Und es bleibt an. Das wusste ich noch gar nicht. Wow. Ja, man lernt nie aus, ne? Gut, aber wie man sieht, das funktioniert nicht. Also muss da wirklich mindestens einmal Mesekon zwischen. Das ist ja interessant. Gut, dann kommt der Schalter nach hier. Und wenn ich jetzt den Schalter einschalte. Aha! Jawohl! Cool. Das läuft doch gut. So, das heißt, ich mache die Dinger erstmal wieder weg. So, und hier drüber muss jetzt die Lava. Das heißt, eigentlich kann die oben offen bleiben. Zumindest so lange, wie wir die Anlage erstmal testen. So, wenn ich jetzt hier Lava entpacke. Oh, es funktioniert. Ey, wir brauchen sogar nur einmal Lava. Das ist ja geil. Ja, cool, dann klappt ja alles. Okay, das heißt, wenn ich jetzt die Anlage einschalte. Muss ich die auch noch einschalten, oder was? Wo ist das Slot hier? Kann es sein, dass der ein Werkzeug braucht? Ja, der braucht ein Werkzeug. Ah, ist so, da unten haben wir jetzt diese Dinger. Und die müssen wir jetzt aufsammeln. Okay, das heißt, die Dinger brauchen auch noch ein Werkzeug. Ja, super. Das ist natürlich geil. Okay, das heißt, wir bauen ja gleich mal wir brauchen eine blaue, eine lila, eine Pflanze. Die wir zeitmäßig einstellen können und wir brauchen zwei Spitzhacken. Jetzt für den Testaufbau erstmal. So. Wir haben aber echt keine lila Pflanze mehr. Das ist ja interessant. Gut, egal. Dann nehmen wir halt ein Mesefragment mit und dann haben wir eine Pflanze. Das heißt, wir können daraus dann direkt eine lila machen. Haben wir noch eine dabei? Ja, wir haben sogar noch eine dabei. Können wir hier direkt einen draus machen? Da, da, da.
Dankeschön. Mich würde aber mal interessieren, was das hier für ein Ding ist. Power Plant. Was macht die? Gar nichts, keine Verwendung. Spaß. Achso, ein von zwei Spielern. Ach, schade. Ach ja, Syrin ist ja wieder on, ne? Die ist ja wieder gejoint. Mit einem Joint. So, das heißt, wir haben jetzt das Ding. Was sollten wir noch bauen? Ah ja, Werkzeuge. Haben wir noch Werkzeuge? Wir haben noch so viele Werkzeuge. Ja, siehste. Die Frage ist, wenn ihr dabei abgenutzt oder nicht. Das werden wir sehen. Hat halt irgendwie gehofft, dass wir noch ältere Werkzeuge haben. Weil die Frage ist halt, braucht man dafür spezielle Werkzeuge? Also, weil ich meine, das Ding baut ja die Blöcke ab, sobald das Ding Signal bekommt. Das heißt, die Geschwindigkeit dürfte man da... da nicht beeinflussen dürfen. Egal, wir packen da erstmal diese komischen Dinger rein und dann gucken wir mal, ob die dabei abgenutzt werden oder nicht. So, rein mit dir. Rein mit dir. So, jetzt bleibst du mal an und ich schalte dich ganz oft um. Braucht aber ganz schön lange, bis daraus Stein wird, oder? Das war doch früher nicht so. So, jetzt mal gucken, haben sie sich abgenutzt? Nö, die werden nicht abgenutzt dabei. Cool. Ja gut, da können die auch drinnen bleiben. Dann halten die also wirklich endlos lange. Sehr praktisch. So, wollen wir jetzt gucken. Du kommst weg, du kommst hin. Und hier, genau, Intervall eine Sekunde. Das sieht doch schon viel besser aus. So, genau. Jetzt haben wir die ganzen Blöcke. Und die müssen wir jetzt abgreifen. Und da wird es spannend. Achso, ich habe jetzt überhaupt keine Pipes mit dabei. Das fängt ja gut an. So, also jetzt ist die Frage, was brauchen wir alles für Pipes? Ich habe offen gesagt, überhaupt keine Ahnung. Also auf jeden Fall brauchen wir massig von diesen normalen Pipes. Das ist offensichtlich. Aber was brauchen wir denn noch alles? Wir brauchen... Also gucken, was wir überhaupt haben. Wir haben... Oh, doch ein paar normale Pipes. Wir haben Detecting Primatic Tube Segments. Was ist das denn schon wieder für ein Zeug? I don't know. Genau, hier brauchen wir, glaube... Brauchen wir? Egal, wir nehmen mal ein paar mit. Mal gucken. Was gibt's? Was gibt's für die Tubes? So... Hier gibt es eine ganze Menge. Oh, was ist das denn? Gerüstete Fahnenknolle. Holy shit. Accelerating brauchen wir nicht. Crossing Primatic Tube. Wir brauchen auf jeden Fall diese Sortierdinger. Nee, nicht die, sondern diese anderen. Ah ja, genau, diese Vakuumdinger. Adjustable. Sort. Genau, die. Ja, genau, die Dinger. Nee. Doch, genau, die Dinger brauchen wir. Sorting Parametric Tube, das sind nämlich die, wo man einstellen kann, wo was hingeht. Balalala. Da brauchen wir ganz viel Kunststoffplatten, Mese und Stöcker. Okay, das heißt, wir brauchen ganz viel Kunststoff und Kunststoff. Kunststoffplatten nehmen wir mal ein paar mit. Da haben wir zum Glück eine Menge. Dann brauchen wir Mese, nehme ich mal eine ganze Menge mit. Scheinbar brauchen wir scheinbar auch. Dann brauchen wir Stöcker. Holzkiste. Dann haben wir auch ein paar. So, was brauchen wir für die normalen Tubes? Da brauchen wir auch nur Plastik. Hyper. Brauchen wir die? Na, wir müssen ja. Wir haben ja letztendlich haben wir einen Kreislauf. Das heißt, wir haben einmal einen Hauptkreis. Dieser Hauptkreis wird gespeist durch diese Vakuum-Dinge. Das heißt, wir brauchen mindestens ein Vakuum. Da brauchen wir Sand. Warum brauchen wir dafür Sand? Was ist das für eine Logik? Ich meine, klar, ist Vakuum ist ein Staubsauger, aber ein Staubsauger besteht ja nicht aus Staub.
Also die Logik erklärt sich mir jetzt nicht ganz so, aber gut. Die Dinge heißen auch Sandtube. Soll das irgendein Witz sein, den ich nicht verstehe? Ich keine Ahnung. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch diese komische Sorting Tube. Da brauchen wir ganz viel Mese und normale Tube. Gut, haben wir auch. Ich nehme am besten mal noch ein paar von diesen Fragmentdingern mit. Ich meine, wir haben zwar Mese dabei, aber wenn wir auch schon diese Fragmente da haben, können wir die auch gleich mit verwursten. Dafür sind sie da. So, jetzt sollten wir alles haben, was wir an Pipes brauchen, hoffe ich. Tür lasse ich gleich mal offen. Wird sie vielleicht auch irgendwann mal wieder hell? Wir sollten hier mal ein paar Laternen aufstellen, gell? Naja, ich meine, hier sind das so ein bisschen schon mal welche an dem Bahnhof. Kommt ihr mal in meinen Zug oder so? Schweinerei. Ach nee, ich habe ja vorhin die Terrorwanne gestartet und der hört die Züge mal auf zu fahren. Ah, da war ja was. Meine Schuld. Tut mir leid. So, jetzt ist die Frage, die Dinger hier. Da müsste eins erstmal ausreichen, weil die haben eine relativ große Range, soweit ich weiß. Also, wenn wir die hier hinpacken und dann eine normale Tube daneben packen. Hä? Oh nein, halt, das war dieses Sorting Tube. Vakuum. Dass sie alle immer fast gleich aussehen müssen. So. Und jetzt, wenn ich hier was hinschmeiße. Aha. Sehr geil, oder? Problem ist nur, jetzt komme ich da nie wieder ran. Verdammt! Verdammt! Ah! Ah, okay, wir müssen also aufpassen. Wir dürfen jetzt nichts mehr fallen lassen. Weil, wie gesagt, die Range von dem Ding ist, glaube ich, relativ groß. Vielleicht ist das auch das, was man bei diesem komischen Adjustable einstellen kann. Wo waren die jetzt so? Genau. Wahrscheinlich kann man das Ding hier, kann man das hier einstellen, wie weit das Ding saugt. Dann sollten wir vielleicht auch mal so eine bauen. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Ah, genau. Radius. Cool. Geil. Okay, das heißt, wir müssen Radius von 2 müsste reichen, oder? Dann hat. Ja, die Frage ist, wo beginnt der Radius? Ist der Block, der neben ihm, ist das jetzt ein Radius von 1 oder von 0,5? Weil er bei seinem Zentrum beginnt oder bei seiner Außenkante? Aber eigentlich müsste er bei seinem Zentrum beginnen. Das heißt, die Mitte von dem Block ist ein Radius 1. Und jetzt kommt Ankathete mal Ankathete gleich Hypotenuse. Das heißt, wir haben eine Ankathete. Also im schlimmsten Fall ist der Block, der gespawnt wird, hier hinten, bei der Ecke da. So, und das wäre von hier anderthalb Blöcke entfernt und dann von hier aus 2,5 Blöcke entfernt. Und jetzt kommt der Mathematikgenie, also könnt ihr gar nicht sehen. Dann mache ich mal kurz Workspace. So. Jetzt kommt der Mathe-Genie. 2,5 plus 1,5 zum Quadrat. Das heißt hoch 2. Ja. Hoch 2. So. Und daraus müssen wir jetzt die Quadratwurzel ziehen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man hier die Quadratwurzel macht. Wie war denn die Quadratwurzel? Warte mal kurz. Ich glaube, Quadratwurzel war, indem ich jetzt so hoch. Wow! Nein. Hoch minus 2. Nein. Ach so, ja, klar, doch, ist richtig. Aber ich muss ja alles in Klammern setzen. Ich schon wieder. Nevermind. War alles richtig, war alles korrekt. Dann also doch hoch minus 2. Ja. Nein. Nein, das. Oder muss ich das auch in Klammern setzen, damit er weiß, was ich meine?
Wobei, das sieht nicht richtig aus. Das sieht nicht richtig aus. Wie könnte man hier nochmal Quadratwurzel machen? Gibt es da was wie Square Root? Ne, gibt's nicht. Wie konnte man hier eine Quadratwurzel machen? Gut, weißt du was? Egal. Wir nehmen einfach den Taschenrechner. So. Dann nehmen wir mal doch einen klassischen Taschenrechner. Da passt es schon. So, wir haben 2,5 im Quadrat plus 1,5 im Quadrat ist gleich 8,5. Und daraus müssen wir jetzt die Square Root bilden. Wo ist Square Root? Ach, ich bin so verwirrt. Nö. Wissenschaftlich. Da sieht man aber nicht so wissenschaftlich aus. Holy moly. Ich sollte mal wieder zur Schule gehen. Es gab doch immer so einen richtig coolen Taschenrechner. Was? Rechner. Ist der das oder was? Ja. Ich habe jetzt unten ein Rechnersymbol, aber ich sehe nichts. Wo ist denn der? Ich bin verwirrt. Ach da! Dann probieren wir mal den hier. Ah, das ist doch ein wissenschaftlicher Taschenrechner. So. 8,5. So, und daraus brauchen wir jetzt die Quadratwurzel. Genau. Ach, SQRT. Ah, dann war vielleicht das hier. Nehmt ihr das? Ne, macht draußen nicht. Hallo. Go, auf jeden Fall mindestens 3. Das ist alles, was wir wissen sollten. Cool. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Radius von 3 einstellen, soll es funktionieren. Tada! Das war schon wieder total overengineert, ey. So, jetzt mal wieder hier auf MyTest umstellen. So. Warum endet ihr dabei? Was endet ihr dabei? Ja. Gut, auf jeden Fall erstmal ach so, die Leiste. Ach, ne, warte. Okay, ja. Bis zur nächsten Folge. Ja. Bis dann.